Bilde ein Polynom dritten Grades, das Nullstellen bei x01 gleich minus 4, x02 gleich minus 1 und x03 gleich 3 hat und überprüfe dein Ergebnis mit der Polynomdivision. Tipp, verwende zunächst die Linearfaktorzerlegung, multipliziere dann die Klammern aus. Jo, das hätte ich auch so gemacht, denn das ist das einzig Sinnvolle hier. Also, wir machen das jetzt so. F von x ist gleich. Und die Nullstellen sind gegeben. Wie viele Nullstellen hat man? 3. Also, Klammer auf, x minus, ein bisschen Platz lassen, Klammer zu, mal x minus, ein bisschen Platz lassen, Klammer zu, mal x minus, Klammer zu. Das macht man so häufig, wie man Nullstellen hat. Und man hat hier 3 Nullstellen und die kann man jetzt hier eintragen. Minus 4 hier eingetragen, wird aus dem Minus ein Plus und dann dahinter ein 4. Dann minus 1 eingetragen, wird hier aus dem Minus ein Plus und 1. Und die 3 hier hinten, die trägt man dann noch so ein. So, das ist jetzt die Linearfaktordarstellung erst einmal. Und jetzt steht hier, wir sollen jetzt mit der Polynomdivision nochmal sozusagen herausfinden, ob das stimmt, was wir jetzt hier gemacht haben. Erst einmal, wenn du das jetzt hier ausmultiplizieren würdest, dann würdest du rausbekommen x hoch 3 plus 2x hoch 2 minus 11x minus 12. Also das Ausmultiplizieren, das spare ich mir jetzt hier mal, das kannst du selber mal probieren. Aber ich denke mal, das haben wir auch in anderen Videos schon hunderte Mal gemacht. Einfach immer hier zum Beispiel x mal x ist x Quadrat. Und das Ganze muss natürlich, das Ergebnis aus diesen beiden Klammern muss erstmal nochmal eine eigene Klammer und dann diese neue Klammer nochmal mit der dritten Klammer ausmultipliziert, ergibt dann das hier. So, jetzt wollen wir hier die Nullstellen berechnen. Die Bedingung für Nullstellen zu berechnen ist, Bedingung ist also, f von x soll 0 gesetzt werden. Wenn das 0 gesetzt wird, hat man 0 ist gleich x hoch 3 plus 2 x Quadrat minus 11 x minus 12. So. Das ist eine Funktion dritten Grades, das heißt, wir kommen um die Polynomdivision hier nicht drumherum. Also schreibt man das, was man da hat, in eine Klammer. X hoch 3 plus 2 x hoch 2 minus 11 x minus 12. Dann geteilt durch, Klammer auf, x minus, was freilassen, ist gleich. Und das muss man jetzt herausfinden. Und dafür muss man jetzt die eine Nullstelle finden. Nehmen wir doch mal die minus 1. Die haben wir jetzt ja schon gegeben. Überprüfen wir das Ganze mal. Jetzt setzen wir hier die minus 1 ein. Also minus minus 1 wird plus 1. Und jetzt können wir die Polynomdivision durchführen. Was muss ich mit x multiplizieren, damit x hoch 3 rauskommt? X hoch 2. Dann minus, Klammer auf, zurückrechnen. X hoch 2 mal x ist x hoch 3. X hoch 2 mal 1 ist plus x hoch 2. Klammer zu. Strich. X hoch 3 minus x hoch 3 ist 0. 2x hoch 2 minus x hoch 2 ist einfach nur noch x hoch 2. Minus, und jetzt zieht man sich den nächsten Term runter, das ist 11x. Dann wieder die Frage, mit was muss ich x multiplizieren, damit x hoch 2 rauskommt? Mit x, also plus x. Jetzt zurückrechnen. X mal x ist x hoch 2, also minus x hoch 2. Und x mal 1 ist einfach nur plus x. X hoch 2 minus x hoch 2 ist 0 und minus 11x minus x ist minus 12x. Da steht eine minus 12, die ziehen wir uns runter, also minus 12. So, womit muss ich x multiplizieren, damit minus 12x rauskommt? Na klar, mit minus 12. Zurückrechnen, jetzt brauche ich aber ein bisschen mehr Platz. Minus 12 mal x ist minus 12x. Minus, Klammer auf, minus 12x und das andere noch, minus 12 mal 1 ist minus 12. Strich drunter und jetzt, minus 12x minus minus ist plus, ist 0 und minus 12 minus minus ist plus, plus 12 ist auch 0, also Rest 0, wunderbar. Das heißt, das ist sozusagen der verbleibende Term, den ich noch habe und ich habe jetzt eine Nullstelle hier minus 1 gesagt, also x 0. Das ist ja oben x02, aber ich nenne es jetzt hier einfach mal x01 ist gleich minus 1. Und die anderen Nullstellen, die finde ich hier, indem ich noch mit der PQ-Formel arbeite. Also x Quadrat plus x minus 12 ist gleich 0. Dann macht man PQ-Formel. Ich schreibe das hier nochmal so allgemein hin, hat man jetzt in den anderen Videos ja ein paar Mal gemacht. Kannst du dir einfach angucken in den anderen Videos. Und wenn du dann da PQ-Formel einsetzt, dann sollte rauskommen x02
ist gleich minus 4 und x03 ist gleich 3. Das heißt, minus 1, minus 4 und 3, und das waren ja auch genau die Nullstellen, die wir hier am Anfang hatten. Form, bei der wir anfangen, und wir müssen, um das Horner-Schema anwenden zu können, genauso wie bei der Polynomdivision, erstmal die erste Nullstelle raten. Und beim Raten, dann nimmst du eine 0, guckst, passt die 0 hier rein? Nein, passt nicht. Okay. Passt die 1? Die 1, nee, passt auch nicht. Okay. Minus 1 auch nicht. Die 2, jo, die 2 passt. Wenn du die 2